Ah, die kann ich dann hier direkt kaufen. Das ist natürlich cool. 20 Rubies. Ganz schön teuer, Mann. Link, nicht schon wieder überall hochklettern? Oh, Link, ich sagte nicht überall hochklettern. Aber mal reinspaziert. Hallo! Möchten Sie mit mir über unseren Erlöser sprechen? Ist das eine Kröte? Okay, eine Statue als Kröte. Ja, Moment. Schwing, 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 schwing. Irgendwie konnte ich das doch ausmachen. Hier, Schreinsensor. Aus! Eieieiei. Nachher muss mich jemand... Muss kochen! Das ist die Kleine, die da vorhin schon rannte. Ja. Hier gibt's Kleider. Hey. Imba. Die Boutique. Zwei Früchtchen. Heißt sie willkommen. Besuchen sie. Oh, hui. Du gefällst mir. Genau mein Typ. Ich so. Ah, die Frauen schon wieder. Alter, wie sieht die denn aus? Bisschen mehr, weniger Make-up vielleicht. Dann, und dann trägst du auch noch einen Schickerstein am Gürtel. Moment mal. Ein Schickerstein? Das ist doch so ein tolles Ding, das nur ganz wichtige Leute haben. Ich verstehe zwar nicht viel von dem ganzen Zeug, aber du bist irgendwer Wichtiges, oder? Ja. Announcerin. Okay, hier gibt es also Klamotten. Die neueste Mode. Hallo. Willkommen in der Boutique zwei Früchtchen. Klari. Wir kaufen hier die Mode der Marke Klarko. Okay. Klarko. Was auch immer. Wer modisch aktuell sein will, kommt um unser Sortiment nicht herum. Besonders der Ninja-Anzug dort. Was dort? Dort? Oh, ah, hier die Klamotten sind einfach hier so. Das ist ja cool. Ah, zwei Sets, die ich mir kaufen kann. Cool. Renner der Saison. Wir verkaufen auch Gebrauchtes. Okay, wir kaufen auch Gebrauchtes an. Also sag einfach Bescheid. Ich dir helfen kann. Klarko? Klarko steht natürlich für Klari Kollektion. Na, ich wusste doch irgendwas mit dem Namen. Ich stehe voll und ganz hinter jedem einzelnen meiner Meisterstücke. Jedes davon hat eine ganz besondere Eigenschaft. Am besten du siehst sie dir alle mal. Ich möchte verkaufen. Nee, ich möchte nicht verkaufen. Nee. Let me go. Das heißt, kann die dann hier... Nicht schlecht, was? Also ein exklusives Gewand der Boutique, zwei Früchtchen. Damit kannst du absolut lautlos fortbewegen. Ah, schleichen, ja, Ninja. Ein Muss für jeden, der regelmäßig jagen geht. Dafür ist die Schutzwirkung nicht so besonders hoch. Bitte, kleiner Nachteil. So. What? What? Kurz mal auf den Schock eintrinken. Alter Vater, 600 nur für die Hose. Ninja-Hose. Der mit antiker Technologie hergestellte Stoff dieser Hose ermöglicht den Chica geräuschlose Fortbewegung. Auch nur... nee, ohne auch nur das leiseste Rascheln. 700 für den Anzug. Der Anzug der Chica ist eine Spezialanfertigung für geheime Aufträge, verursacht auch bei schnellen Bewegungen nicht das geringste Geräusch. Und das und nochmal 500. Gibt es die Frisur dann dazu? Cool. Sieht wie eine normale Stoffmaske aus, unterdrückt aber mit Chica-Technologie das Rascheln der Kleidung, ideal für Geheimmissionen. Ultra. Oh, was ist das hier? Ist das auch so teuer? Ja, Kapuze. Nee, die ist nicht so teuer. Eine Kapuze aus festem Stoff, die nach alter Hiel-Tradition gefertigt wurde. Schützt Reisende vor Wind, Wetter und Sonnenbrand. Aber die ist jetzt auch nicht viel besser als meine, oder? Ich soll ja auch nicht schleichen. Ja, aber vielleicht gibt es ja noch Missionen, wo ich schleichen muss. Ja, Gewand. Robustheit und hohe Beweglichkeit machen dieses Gewand der... Okay, das schon mal. Ja, nehme ich. Günstig was? Gekauft. Katsching. Warte mal. Ah ne, sie haben eine alte Hose. Weil die sieht so ähnlich hier aus. Das ist aber die Hyal-Hose. Traditionelle Beinkleidung in Hyrule. Der Stoff schmiegt sich weich um die Beine und ist gleichzeitig widerstandsfähig. Genug für Reisen. Gute Wahl. 90 Rubies. Gut, dass wir vorhin noch ein bisschen Kohle besorgt haben. Hm. Bei der Kapuze ist ja jetzt ein bisschen doof.
Also das Gewand können wir erstmal anlegen. Das hier brauchen wir auf jeden Fall noch für Kälte im Zweifelsfall. Aber das Kletterkopftuch ist doch genauso geil wie das. Und das hat halt noch jetzt Klettertempo. Okay. Zelda ist der coolste Kerl. Nein, please, Schatti. Das ist Link. Zelda ist die Frau. Aber eigentlich hätte ich schon gerne das Set. Komm, ich bin reich. Gib mir Kapuze. Cool. Guck ihn euch an. Ja, hier betrachten, rechtsklicken. Guckt ihn euch an. Jetzt ist Assassin's Creed. Wenn ich jetzt von dem Turm noch jumpe, ins Wasser, dann sehe ich genau wie Assassin's Creed aus. Kann ich mich einfach wieder durchschleichen und einfach Leute ermorden. Passt perfekt. Schade, ich hatte auch so insgeheim gehofft, dass es einen Set-Bonus gibt, wenn ich das gesamte Hial-Zeug habe. Ja, quasi alles Hial und dann gibt es irgendwas Special, was ich kriege. Aber scheint nicht so zu sein. Pass auf. Katsching. Jetzt kannst du aber. Oh. Kletis Gerüchteküche 1. Okay, das ist wohl das Buch da. Okay, lesen. Hallo, hier ist eure Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch. Halt ihr euch. Was? Ich kann heute nicht mehr lesen. Ich muss mich erstmal konzentrieren. Haltet ihr auch alle eure Ohren offen für das Neueste. Nee, für die neuesten Neuigkeiten. Hier ist was, ich heute für euch herausgefunden habe. Der Liebesteich. Ohoho, da kann ich gleich mit der von draußen, ne? Ein legendärer Ort, an dem man angeblich den Partner fürs Leben finden kann. Ach so, dort finde ich den Partner fürs Leben. Okay. Es lohnt sich, ihn zu suchen. Auch wenn es lebensgefährlich ist. Kletis Empfehlungspunkte. 5 Sterne. Katsching. Es gibt nur eins. Mal gucken, ob es dann später noch mehr Ausgaben gibt. Die dich nur ruhig um. Ich möchte verkaufen. Ja, ich. Oh nein, 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 nein. Nein, ich möchte nicht den Apfel verkaufen. Lass es. Finger weg von meinem Apfel. Ich möchte meine alte Hose verkaufen. Oh, 15 Rubies. Wieder noch. Vielleicht nichts dann. Also denk bitte an mich, falls du hier wieder etwas verkaufen willst. Ja. Nein, ich will nichts. Danke. Lass mich in Ruhe. So, jetzt sind wir auf jeden Fall modisch richtig on top. Ja! Siehst du, ihr gefällt das auch. Wo gehen wir jetzt hier hin? Ist hier der Schrein? Da wieder Pfeile dran oder so? Hier geht's scheinbar aus dem Dorf wieder raus. Hof? Oder einfach nur ein Geröllhaufen? Vielleicht ist das der Schrein, der geleuchtet hat? Ist aber ganz schön weit weg dafür, dass er. Oh! Ein Eisenhammer! Katsching! Und hoch mit dir. Gibt's hier irgendwas? Klatsch. Nö. Da, oh, da unten gibt's Erz. Aber nein. Nein, 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 nein. Sieht ja aus, als ob ich es wegsprengen könnte. Kann man aber bestimmt nicht. Okay, gab es hier nur einen Hammer und sonst nichts. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja noch was. Aber ich finde es cool, diese Dinger, dass die auch Geräusche machen. Ich weiß gar nicht, wofür die normalerweise aufgestellt sind. Also wahrscheinlich, um die Geräusche zu machen, aber ich weiß gar nicht, warum. Dass die Seele beruhigen oder so. Ah ja. Was ist mit der hier? Abukrigi. Oh, es soll irgendwo eine geheime Quelle geben. Bevor du irgendwelche Berge besteigst, solltest du dich auf jeden Fall mit ausreichend Verpflegung eindecken. Übrigens, ich biete auch einiges zum Verkauf an. Halt nur mal deine Ware. Achso, nee, das ist doch der. Das ist doch der. Ja. Geh mal weg. Ich hatte dich schon. Oh, der Maler. Hi. Verzeihung, reist du ebenfalls Kangis? Sieht irgendwie strange aus. Mein Herz schlägt für die Malerei.
Musst du wissen, auf der Suche nach schönsten Landschaften reise ich durch die Welt. Ich habe gehört, dass sich in diesem Dorf eine Quelle einer großen Fee befinden soll. Also die Feen gibt's ja auch. Angeblich ist diese Quelle nicht nur eine Augenweide, sondern verleiht auch geheimnisvolle Kräfte. Mehr wollten die anderen mir aber nicht verraten. Weil ich so lange auf Reisen war, behandeln sie mich wie einen Fremden. Er guckt. Aber das schreckt mich nicht ab. Wenn ich etwas herausfinde, lass... Nee, wenn... Doch, lass ich es dich wissen. Gut. Kannst du immer gut malen. Oh ja. Hey, was ist das? Was ist das? Was machst du da? Hä? Ist das Haus? Ja, das ist das Haus. Ah, okay. Ach, du bist niemand? Du bist nur ein Hühnchen. Was bist du? Ah, noch eine. Ja. Okay, also gibt's nicht nur in der Zitadelle der Zeit... Oh, Platsch. Jetzt nicht nur in der Zitadelle der Zeit, so eine Statue, sondern man kann quasi überall beten und seine Stats erhöhen. Und dazu brauche ich ja erstmal wieder Schreine, die ich bewältigen kann. So. Was steht hier denn? Ah, okay. Hier kann man also übernachten. Gasthaus, was man immer braucht. Und der pennt auch schon. Hey, aufhangen, Olivio. Bist du, ein Gast? Du hast mich erschreckt. Also, normales Bett 20 Rubine, Luxusbett 40 Rubine, glaube ich. Also wie immer. Tschüss. Da bist du so gemütlich. Zack, weggepennt. Ich kann mich einfach hinlegen, der merkt so eh nicht. Schlafen wollen wir natürlich nicht. Das sieht nach einem Krimskramsladen aus. Hallo. Willkommen. Ja. Carola. Ein Kunde, welch seltener Anblick. Kommen hier nicht viele her. Es gibt kaum noch junge Leute, die sich fürs Bogenschießen interessieren. Meine Pfeile sind Ladenhüter. Oh, Pfeilladen. Sehr gut. Freut mich, einen jungen Mann zu sehen. Bogenschießen interessiert. Sieh dich um. Dir in Ruhe etwas aus. Ich will verkaufen. Nö. Du bringst wirklich mein Blut in Wallung. Was haben die denn alle mit dem armen Link? Irgendwie vermisse ich jetzt meinen Mann ein wenig. Okay, ich gehe da mal woanders hin. So, Feuerpfeile. Einer 20 Rubine. Ein Feuerpfeil 20 und das sind die 5er Packs. Und mal, hä? Einer 20? Spare ich doch gar nicht, oder? Doch. Oh, doch, da spare ich 20 im 5er Pack. Cool. Das sind normale Pfeile? Ah, guck mal, die sind schön. Ja, einmal, nehme ich. Ganz schön. Ja. Ganz sicher? Ja. So, bisschen aufgefüllt, haben wir über 20 Pfeile wieder. Kann man mal richtig voll abschmatzen. Was ist das denn hier? Ah, hier ist der Karottenladen, wo man was zu essen erkriegt. Was haben wir denn hier? Ziegenbutter. Butter wird aus der Milch der weißen Ziege hergestellt. Sie ist vielseitig verwendbar, eignet sich sowohl für Eintöpfe, Braten, also Kuchen, Süßigkeiten, Eier, Sportkarotte, und Bockblindherz. Ja, danke. Hey, Citra. Bist du auch nicht müde? Benehmen die Kunden sich anständig? Ah, nee, bist du auch nicht müde? Benehmen sich die Kunden anständig? Ist ja auch nicht kalt? Hast du schon gegessen? Bist du ihr Mann oder ihr Vater? Du sprichst mit mir, als wäre ich noch ein kleines Kind. Ja, das sagte ich ja. Du brauchst dir keine Sorgen, um mich zu machen. Reden Sie mit mir. Hi. Oh, hi. Oh, willkommen. Also wirklich. Mein Mann hat nur Augen für mich. Alles drumherum vergisst er dann gerne mal. Beachte ihn gar nicht. Sondern kaufe einfach mit Herzenslust ein. Oder kann ich etwas anderes für dich tun? Was empfehlen Sie? Ich? Empfehlung? Eigentlich sind alle meine Waren empfehlenswert. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann ja, natürlich die Sportkarotten. Spezialität werden vom Mann selbst angebaut. Rüstungskürbisse haben wir auch schon gesehen. Haben bei Nabis auf dem Feld. Ja, das wissen wir schon. Dankeschön. Sonst noch etwas? Ich will kochen.
Musst du eigentlich zu... Ja, danke, das weiß ich. Ah, okay, draußen vor der Tür. Ich dachte, sie gibt noch Tipps.